Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Zuschauer. Heute spielen wir Teleforum. Das ist ein kostenloses Spiel auf YouTube. Das wurde auch mit irgendwelchen Preisen ausgezeichnet. Oder allgemein Spiele auf Steam, die kostenlos sind, werden eigentlich immer sehr gut bewertet. Und hier ist wirklich viel Arbeit drin. Okay, Teleforum ist halt ein VHS-Horror-Game. Eine schlechte Grafik und so ein Spaß. Ja. Schauen wir uns mal an. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch wieder mal darum bitten, vergesst nicht zu abonnieren und meine Videos zu liken und Kommentare zu schreiben. Das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Naja gut, fangen wir mal an. Fangen wir mal mit einem neuen Spiel an. Und los. Scheiße. Ich muss alles lesen. Juliana, okay. Das ist das richtige Gebäude. Okay. Hast du die Kamera an? Also wir spielen den Kameramann, wie es aussieht. Was nehmen wir denn? Ich dachte, ich hätte sie angeschalten, die Kamera. Seltsam. Naja, jetzt nimmt sie auf. Also wir sind hier drauf. Du Kameramann. Und wir sind halt, wie es aussieht, von irgendeinem Fernsehsender, Kommuni TV oder so. Und wir besuchen da jemanden. Aber das werden die wahrscheinlich jetzt alles erklären, so voraus. So, wir haben da wahrscheinlich, und das ist die Hauptreporterin hier, die da Interviews führt und so einen Spaß. Juliana? Richtig. Am besten, wir nehmen so viel Material wie möglich auf. Also, die sagt ja, wir sollen da filmen, was der Arzt ergibt oder was möglich ist mit der Kamera. Wir wollen in den sechsten Stock. Kannst du den Knopf drücken? Hier ist hier das Mausnutzung. Kann ich mich drehen? Nö. So. Was ist? Du siehst aus, als ob du etwas zu sagen hättest. Ich weiß ja gar nicht, worum es überhaupt geht, ja. Ich fange mal mit dem ersten an. Findest du es nicht falsch, einen Witwe zu belästigen? Wir belästigen als Witwen. Wir sind die Witwenbelästiger hier in dem Spiel. Wenn wir es nicht tun, würde es jemand anders tun. Du kennst auch Augusto Fan vom Sender. Er fand darauf, eine Sondersendung über die Sache zu machen. Vertrau mir. Vertrau mir, Neuling. Ich bin nicht hierher gekommen, um darauf zu warten, dass sie mir den Job geben. Die Jobs geben. Es war bizarr. Du hattest es nicht gesehen, oder? Sie haben mir nur erzählt, wie es passiert ist. Was er benutzt hat, Du weißt schon. Du hast Glück. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Du hast davon gehört, oder? Er hat Chelsea ein VHS-Band gegeben. Dem Videotechniker? Genau. Chelsea sollte das Band ausstrahlen, aber er konnte nicht. Technische Probleme. Okay, hier sind komische technische Probleme am Werk. Dann, bumm, ist es passiert. Was? Oh, wir sind da. Komm schon. Ja, wir wissen immer noch nicht, was los ist. Okay, wir müssen zur Wohnung 608. Leicht zu merken. Hä? Dann gehen wir mal nach links.
Gehen wir mal nach links zur hellen Seite. Ich glaube nicht, dass sie in die Richtung ist. Okay. Hm. Ich denke, wir können eine schöne Aufnahme am Fenster machen. Na okay, gehen wir das mal. Du hast recht. Du hast ein gutes Auge. Na, ich bin ja oder Kameramann. So, hier. Fenster. Jemand kommt hierher, um zu rauchen. Siehst du den Aschenbecher? Zeig mir das nicht. Ich habe seit 3 Jahren kein Nikotin mehr angerührt. Komm, gehen wir den Flur runter. Okay, wir sind da hier im Kamerateam. Ich bin doch draußen die Reporterin. Und wir sind halt der Kameraaffe. Ich glaube, es ist die Wohnung gleich da vorne. Ah ja, 608. Das kann ich mir merken, die 2 Minuten. Da wären wir. Da wären wir. Dann machen wir uns mal bereit, ja? Auf geht's. Du kannst filmen, wie sie die Tür aufmacht und so weiter. Soll ich einklopfen oder klingeln? Was wird auf dem Video besser aussehen? Klingeln. Wenn da eine Klingel ist, dann klingelst du. Da hämmerst du nicht an die Tür. Sind doch nicht Polizei. Open up, Police. Ich nehme mal das Erste. Das hört ja sicher, das zweite hört sich ja schon ein bisschen komisch an, dass er da denkt, dass da die Kamera irgendwie verrückt spielt. Naja, hier. Ich frage mich, ob sie gerade Lust hat, mit Fremden zu reden. Wenn nicht, dann wird sie die jetzt haben. Lass noch mich noch mal versuchen. Machen Sie mal die Tür auf. Was ist, wenn sie uns nicht sehen will? Ah ja, Chat, ihr hättet an der Tür gehämmert. Immer das gleiche mit euch, Querulanten. Ja, ich habe da keine Lust drauf, ja. Ist sie überhaupt zu Hause? Ich habe gehört, dass es da mehrere Enden hat, ja, das sage ich hier. Das ist mir zu viel, wir gehen jetzt einfach eben. Und mal sehen, da spielen wir das nochmal. Ist sie überhaupt zu Hause? Herrera hat sie direkt nach dem Vorfall angerufen. Ich bezweifle, dass sie seit gestern das Haus verlassen. Ja, die geht vielleicht einkaufen, die Dame. Na gut, alle guten Dinge sind 3. Uhu. Was wollen Sie denn? Hallo, Frau Martins. Wir sind von Kanal 8 und wollen Ihnen unser Beileid aussprechen. Brauchen Sie dafür wirklich eine Videokamera? Wir machen eine Sondersendung über Walter. Eine Hommage, eine Art Retrospektive. Verstehen Sie? Er hat so lange beim Sender gearbeitet. Deshalb wollen wir mit Ihnen über ihn sprechen. Über das, was passiert ist. Verstehe. Gut, kommen Sie rein. Es könnte gut sein, darüber zu reden. Also ja, die trauert und dann kommen wir an. Sagen hier, wir wollen da mit Ihnen da irgendwie quatschen darüber. Guck mal, ich kann nicht glauben, dass sie das gekauft hat. Ja. Vielleicht braucht sie das jetzt. Komm schon, bevor sie ihre Meinung ändert. Vielleicht wird verarschen die jetzt ordentlich. Nochmals danke, dass Sie uns hereingelassen haben, Frau Martins. Die hat ja gar keine Schuhe an. Was soll denn das? Und keine Socken. Adriana. Silva, ihr wird uns Gespräch filmen, okay? Ach ja, darüber werde ich nachdenken müssen.
Was? Möchten Sie etwas trinken? Dey, Kaffee! Oh, zu einer Tasse Kaffee sag ich nie nein. Ich werde welchen machen. Die sieht ja auch so ein bisschen aus wie ferngesteuert. Da hat sie dich wohl überrumpelt, was? Da liegt sie jetzt am Boden, oder? Wie? Was ist denn das da unten? Vergiss das, lass uns herumschnüffeln, solange wir die Gelegenheit dazu haben. Achte darauf, dass du alles, was dir ins Auge fällt, mit der Kamera festhältst. Wir sind hier vom Material umgeben. Was ist denn das hier? Ah, das ist der Hund! Na hallo, Hundi! Gut, wir brauchen eine schöne Aufnahme von Gunpowder. Der Hund heißt Gunpowder, habt ihr das gehört? Ja. Walter hatte sogar ein Bild des Hundes in seiner Brieftasche. Er hat es immer herumgezeigt, als wäre es ein Foto von seinem Sohn. Okay. Oh, es wäre schade, wenn wir nur Aufnahmen von der gleichen Wand hätten. Kann ich mich da drehen? Schau dich also im ganzen Raum um, okay? Okay. AAD. Ah, ja, kann ich mich drehen hier. Ja, so ein schöner Hahn. Wird es heute regnen? Wohl kaum. Der Hahn sagt aber etwas anderes. Schau. Ach, die Hähne liegen nie richtig. Hm, ich schätze, wir können diese Aufnahme nutzen, um für die richtige Stimmung zu sorgen. Okay. Kann es Walter besser als ich? Hat er viel gelesen? Er las fast jeden Tag die meisten Zeitungen. Ich schätze, die Bücher gehören Frau Martens. Okay, also hier unser Kollege, dem wir jetzt halt die Hommage drehen. Den wollen wir da jetzt ja so ein bisschen skizzieren. Und da tun wir hier jetzt den seine Witwe halt jetzt belästigen und wir wollen mit der Interview führen. Na gut, ja. Sieh mal, ein Daily Trophäe. Ach ja, Walter hat eine für einen Artikel bekommen, den er in den 70er geschrieben hat. Der Besitzer des Centers dachte, dass wir dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen würden. Aber das war nicht der Fall. Lokale Sender haben nur Chancen gegen die Großen. Ich glaube, sie hatten sogar eine Lobby, um das zu vertuschen. Hey, ich höre, wie sie Wasser in den Filter füllt. Sie wird bald zurück sein. Sieh dir doch noch alles an, was du kannst. Ja, nur noch ein bisschen mehr. Ja, schöner Mantel. Ja. Ich erinnere mich, dass Walter diesen Regenmantel gekauft hat, um über eine Geschichte zu berichten. Irgendein See, an dem es viel geregnet. Oder so. Richtig. Das Bild ist mir im Kopf geblieben, weil er einfach in dem Ding verschwunden ist. Ich erinnere mich an diese Geschichte. Der Typ hat ihn um 500 Buceros bei einer übergroßen Mandel betrogen. Er sah lächerlich darin aus, aber er hat so viel für den verdammten Mantel bezahlt, dass er ihn einfach tragen musste. Ah, armer Kerl. Ja, okay, das ist... Bisher ist es noch gar nicht so scary. Ist das ein Hufeisen? Scheint so. Als Glücksbringer. Ich wusste nicht, dass Walter abergläubisch war. Okay. Diese Pflanze bettelt um Wasser. Ich schätze, sie wurde in den letzten Tagen vernachlässigt, wenn man bedenkt, was alles passiert ist. Wie jetzt? Okay. Achso. Schau dir diese Zertifikate an. Abschluss im Journalismus, Spezialisierung auf Kommunikation. Walter war sehr gebildet. Ich glaube, Frau Martens ist genauso. Was für eine Verschwendung. Der Kaffee ist fast fertig. Er passt. Ah ja. Nehmen Sie ein.
Ja, danke, klar. Kaffee immer ran. Ja, gefällt mir. Immer Kaffee. Bitte sehr. Also, haben Sie darüber nachgedacht? Das habe ich. Bringen wir es hinter uns. Die Dame, die will ja helfen. Und für die Story. Richtig gut. Gut, wir fangen gleich an. Lass uns das Interview auf diesen Stuhl drehen, Sylvia. Bereit? Nein. Aber das spielt keine Rolle. Okay, dann los. In 3, 2, 1, go. Wir sind hier mit Frau Adriana Martins, der Frau von Walter Martins, unser lieben Kollegen, der uns so abrupt verlassen hat. Sie hat sich bereit erklärt, uns in diesen schwierigen Zeiten ein Interview zu geben. Das ist ja auch schon so eine hässliche Frau. Das Haus selbst erzählt wirklich eine Geschichte darüber, wie sie beide gelebt haben. Reden mal über den Hund. Und über was wollt ihr reden, Chat? Was hat sie durch diese schwierigen Zeiten gebracht? Gunpowder hier hat mir mehr geholfen als alles andere. Der Hund? Natürlich, er war ziemlich traurig. Er weiß, dass es etwas nicht in Ordnung ist. Er vermisst Walt. Wenigstens hat mich die Sorge um ihn auf andere Gedanken gebracht. Jetzt müssen wir hier wohl die ganzen Unterhaltungen da durchklicken. Es ist ein bisschen komisch, aber naja. Es gab einen Sturm, richtig? Ich meine, ich erinnere mich, dass der Blitz hier in der Nähe eingeschlagen hat. Genau als... Viele von Walters Sachen sind noch hier. Ich habe darüber nachgedacht, die Wohnung zu verkaufen. Wegen allem. Diese Dinge machen alles nur noch schwierig. Ich denke darüber nach, alles loszuwerden. Es ist die Hölle. Hat Walter irgendwelche Aberglauben? Er schien keine zu haben. Aber ich... Oh, bloß eine Kollegin. Man lernt jemanden hier richtig kennen. Oder? Nein, niemals. Er war auch nicht religiös. Dann gehört der Glücksbringer über den Hass zu Ihnen? Nein. Können Sie das näher erläutern? Nein. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass sie weitermachen kann. Natürlich, Frau Martens. Wir haben schon genug Material. Es war so anders. So nervös. Ich hätte nie erwartet, dass er... Oh Gott. Das hat niemand erwartet, Frau Martens. Ich kann mir Walter immer noch nicht mit einer Waffe vorstellen. Ah, der hat sich hier selbst weggeboomboomt. Waffe? Welche Waffe? Walter hatte nie eine Waffe. Die Waffe, die er während der Sendung genutzt hat. Ja, wie jetzt? Hat er sich geschossen oder nie? Er hat keine Waffe benutzt. Ich weiß, aber es war schrecklich. Aber ich habe es gesehen, als er den Abzug betätigt hat. Das hat Ferreira Ihnen doch beim Sender erzählt, oder? Was? Wie kann das sein? Mein Gott. Ich wusste es, seit er diese verdammten Band bekommen hat. Das Band, das er ausstrahlen wollte. Okay, da geht's um irgend so ein Band. Also wie gesagt, da wollte ich ja so ein Band hier, so die Leute hier sagen, dass sie das ausstrahlen sollen im Fernsehen. Und dann hat er die halt mit Tod irgendwie. Das ist ja schon eine interessante Story und da ist dann irgendwie gestorben. Aber wie? Keine Ahnung.
Wir werden das vielleicht rauskriegen. Oder auch eben nicht. Ja, das Band, das er ausstrahlen wollte. Jelso hat das Band im Studio untersucht. Ich glaube, der Film war durchgebrannt oder so etwas. Das war nicht das Band. Nicht das Original. Das war eine Kopie. Ernsthaft? Haben Sie das Original noch? Ja, hier. Ich weiß nicht, was er in diesem Ding gesehen hat. Und ich weiß nicht, woher er es hat. Weil er hat mich schwören lassen, es mir nie anzusehen. Er schaute es nur, weil ich nicht so... wenn ich nicht zu Hause war. Oder in den frühen Morgenstunden. Sie wollen es sich ansehen, oder? Für Ihre Sendung? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber ich bin zu müde, um Sie umzustimmen. Ja? Gucken wir es doch mal an. Ich gehe raus, um einen zu rauchen. Ich will das Ding nicht einmal anhören. Das war's. Wir haben hier eine ganz schöne Geschichte. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Bleibst doch, oder? Nee, ich bin... Nehmen wir den Chat. Wir sehen uns an. Komm. Wir können ja jetzt das verfluchte Band angucken und dann später können wir dann nochmal Nein sagen und das nochmal durchspielen. Na gut. Ich wusste, dass es nicht richtig, dass es die richtige Entscheidung war, dich mitzunehmen. Okay. Okay, so machen wir es. Du filmst mich, während ich mir das Ding anziehe. Auf diese Weise haben wir mehr Takes. Wir können dann den Inhalt des Bandes während des Schnitts in das Video einfügen. Okay. Gut. Schaffen wir uns hier etwas Platz. Also gut, fangen wir an. Lass uns meine ersten Eindrücke auf Film festhalten. Wir können das alles später beim Schnitt korrigieren. So, ich drücke auf Play. Es geht los. Was ist das für ein Ort? Ich sehe ja gar nichts. Ich erkenne dieses Gebäude nicht. Dieses Symbol. Ich kann fast sagen, sieht ihr etwas? Ich sehe da gar nichts, Leute. Wenn ich sie anschaue, tut mir mal ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, dass ich sie fast verstehen kann. Wenn ich den Quatsch sehe, dann kriege ich Kopfschmerzen. Bei mir sind es die Augen. Oh, es hat sich geändert. Gut. Ist so als... Er ist also in das Gebäude gegangen. Was ist das für ein Ort? Was ist denn das für Szenen jetzt dafür? Das sind ja nur ihr Schädel. Sieht aus wie ein Einkaufszentrum. Das ist ein netter Ort. Einkaufszentrum. Die Schaufenster. In keinem Einkaufszentrum würde man sowas verkaufen. Er läuft einfach an allem vorbei. Was ist das für ein Gebäude? Es ist viel zu lang. Schau mal. Da vorne ist jemand. Dieser Typ. Das sieht aus wie... Sieht aus... Was ist der denn da? Ja. Hast du das drauf? Ich drehe die Lautstärke auf. Oh.
Ich verstehe da nicht. Versteht ihr das, Chat? Ihr Teams Erste. Klingt so, als wäre da jemand Oscar namens Oscar. Jemand namens Oscar? Ich kann nichts über einen Oscar hören. Ich verstehe überhaupt nichts. Lass mich da die Lautstärke noch einmal aufstehen. Was nun? Ist vorbei? Bist du okay, Kollegin? Ist nur da durchgebrannt im Kopf. Nö? Ist die alte wohl durchgedreht, unsere Reporterin, Kollegin? Oder was? Ah, okay, wir sind im richtigen Gebäude. Ah. Ah, geht's wieder los? Na, erstes Ende, das war ja nicht so. Ist, als hättest du einen Geist gesehen. Ja, das geht ja hier wie täglich suchtes, wachtes Murmeltier. Geht es wieder von vorne los, oder wie? Sieht heute anders aus. Trag ein anderes Make-up. Hören. Ist jetzt wieder das Gleiche, oder gehen wir dann nochmal zu der Tante, oder wie ist denn das jetzt? Lass uns 600 zum Fenster gehen. Ich will wieder zum Fenster. Wie sieht es denn hier beim Fenster aus? Was machst du da? Wie wäre es, wenn du aufhörst, unsere Zeit zu verschwenden? Kannst du das? Hm? Was ist los mit dir? Was? Ja, die Kollegin, die ist jetzt ein bisschen. Die grillt im Kopf, wie sie aussieht. Die ist jetzt ein bisschen neben der Spur. Ich glaube, Walter Still ist ziemlich nah gegangen. Tut mir leid. Ist okay, wir sind alle schockiert. Das verstehe ich, aber versuch dich zu beruhigen, okay? Der Kollege ist ein bisschen aggressiv. Aber wenn ich dir das sage, dann ist sie mir vielleicht unangepisst. Und dann nehme ich es erst. Wir sind alle schockiert. Ja, dann lass uns zu 608 gehen. Das ist die Wohnung. Endlich. Ja, klopf an der Tür. Ich übernehme das Reden. Guten Abend. Wir sind von Kanal 8 und wollten mit Ihnen über den Vorfall sprechen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir das aufzeichnen, oder? Geht es jetzt von vorne wieder los, oder wie? Das ist ja jetzt das Gleiche, aber ein bisschen aggressiver, die Dame. Ich will doch über was sprechen, oder? Die jüngsten Ereignisse. Das alles sitzt Ihnen bestimmt in den Knochen, nicht wahr? Kommen Sie rein, es könnte gut sein, mit jemandem zu sprechen. Ja, okay. Stimmt etwas nicht. Ja, du hast recht. Das werden wir herausfinden. Komm schon, geh rein.
Kriegen wir das überhaupt mit, dass wir das gleiche machen? Aber irgendwie anders? Wir fangen gleich an. Möchten Sie etwas Tee? Kaffee? Nein, danke. Ich werde trotzdem etwas machen. Ja, bitte. Nein, lasst uns einfach. Verdammt mal. Wir werden auf Sie warten müssen. Ich schaue mich hier mal um. Ja, wie auch immer. Ja, hier unsere Kollegin, die ist ja jetzt ein bisschen knurriger. Zu viele Bücher. Eins fehlt. Okay. Jetzt sehen wir uns mal ein bisschen um. Ach, geil. Google TV. Teleforum. Irgendetwas an diesem Fernseher bereitet mir eine Gänsehaut. Okay. Sieh dir diesen Videorekorder an. Sie mögen jetzt noch teuer sein, aber ich bin mir sicher, dass bald jeder einen haben wird. Darauf wette ich. Den scheiß Hahn hätten wir auch schon. Was ist denn das hier? Die Trophäe. Ich dachte, dass sie hätte aufgehört, diesen Preis zu umgeben. Das haben wir schon gegessen. Hey. Was du hängt, erzähl uns das Ding. Schau mal an. Hol es mal runter. Du kannst da rankommen, wenn du springst, oder? Das nimm es runter. Es nervt mich. Ach, holt ihr mal einen runter. Genau. Hey, der Glücksbringer, das hält die davon ab, hier verrückt zu werden. Was macht denn da jetzt? Also, du kannst. Hast keinen Finger verloren, oder? Was für ein seltsames Objekt. Was mache ich jetzt damit? Ist mir egal, solange es nicht in meiner Nähe ist. Gut. Ich glaube, Frau Martens hat das gemalt. Guck an. So. Kommen wir zur Sache. Alter nahm einen Hand mit ins Studio, aber es war nicht das Original, oder? Das Original ist hier, bei Ihnen. Na, woher wissen Sie das? Wir haben das er bei sich hatte untersucht. Ich möchte das Original sehen. Nun ja, ich habe es hier. Wissen Sie, wo er dieses Band gefunden hat? Sind Sie das auf hier gekommen? Hätte ich das gewusst, hätte ich die Tür nicht aufgemacht. Ja, nehmen Sie es. Ich will das Ding nicht sehen. Ich werde draußen eine rauchen gehen. Sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind. Ah. Freunde im Chat, könnt ihr mich sehen? Wie es aussieht, war ich jetzt mal kurz weg gewesen. So. Na ja, gut. Jetzt spinnt YouTube wieder. Aber machen wir mal weiter. Willst du ein Video von dem Band drehen? Nein, wir drehen nichts. Wir haben nicht viel Zeit und ich habe hier Unbehagen bereitet. Lass mich das Band überprüfen. Vielleicht gibt es etwas, das wir bei der Bearbeitung des Videos hinzufügen können. Geh in die Zwischenzeit zu ihr und rede mit ihr. Frage die bitte. Du wolltest doch schon immer mal ein Interview führen, oder? Auf diese Weise können wir etwas Zeit gewinnen. Mal sehen, ob sie bereit ist, ein paar Fragen über die Herkunft des Bandes zu beantworten. Na okay, und unsere Kollegin, die macht jetzt die Sprecher erstmal mit der Dame hier drüben. Ah, da ist sie ja. Was ist das für ein Geruch? Es ist nicht die Zigarette. Es ist nicht eine Zigarette, es ist ein Joint, Leute. Nein, Künstler, das tue ich, weil ich einen guten Job mache. Wird es wahrscheinlich nichts ändern, aber ich will es trotzdem tun. Na, probieren wir die mal ein bisschen zu interviewen, die ein bisschen zu archen. Es ist ja jetzt wieder jetzt mal ein bisschen der Arsch zu sein.
Ich mache das nur für mich, oder? Frau Martins? Das ist... Schöner Tag heute, hä? Wie geht's Ihnen? Ist ja nicht so einfach, da Angehörige zu verlieren. Aber ich habe da... Ich möchte mit Ihnen ein Interview führen. Es ist ein Sprungbrett für meine Karriere. Damit geht's steil nach oben. Sind Sie fertig? Noch nicht. Juliana schaut sich das Band an. In der Zwischenzeit wollte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, Ihr Programm? Sollte nicht das Mädchen die Fragen stellen? Hier ein bisschen Honig um es mal schmieren. Oder was mache ich? Das ist eine Chance für mich. Walter arbeitete auch in vielen anderen Jobs, bevor er sich als Moderator niederließ. Radio, Tontechniker und so weiter. Na schön, machen wir Ihr Interview. Sie sollten sich Ihre Fragen sehr gut überlegen. Mein Kopf platzt gleich. Na, und das? Wie ging es weiter an diesem Tag? Ach, sie weiß ja nicht, was auf dem Band ist. Ging es weiter an diesem Tag. Normal, so wie an jedem anderen Tag auch. Er verbrachte so viel Zeit damit, dieses Ding anzusehen, aber sein Verhalten war das gleiche. Er war unruhig, aber ich hätte nie gedacht, dass er so weit kommen würde. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, aber er hat eine Notiz hinterlassen. Ich habe sie erst bemerkt, als es schon passiert war. Das einzige Seltsame an diesem Tag war, dass er eine Kopie des Bandes machte. Warum hat er eine Kopie gemacht? Warum macht man eine Kopie von etwas? Zu bewahren, zu teilen, das ist zumindest meine Meinung. Zum Teilen, wenn ich nur an das Mädchen denke, das allein in meinem Wohnzimmer sitzt und sich das Ding anzieht. Das reitet mir ein Gänsehaut. Sagen Sie, warum interessiert sie sich so sehr für dieses Band? Keine Ahnung, die ist besessen jetzt. Die frisst jetzt einen Hund. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, sind Sie nicht deshalb hierher gekommen? Ich meine, geht es nicht genau darum in der Geschichte? New Plan? Finden Sie nicht, dass Ihre Kollegin ein bisschen seltsam verhält? Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier zum zweiten Mal. Ich könnte schwören, dass ich Sie schon mal gesehen habe. Ah ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich ja vor 5 Minuten schon mit Ihnen gesprochen habe. Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass ich auch Sie schon mal gesehen habe. Vielleicht haben Sie im Studio gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich arbeite noch nicht lange dort. Vielleicht scheinen sie deshalb nicht wie sie zu sein. Jedenfalls noch nicht. Ich? Ja, warum sind sie überhaupt dabei? Ich will ja die ältere Dame ja ein bisschen ärgern. Können wir das Interview zuerst beenden? Nein, nein, das können wir nicht. Sie sind hierher gekommen. Ich habe niemanden angerufen. Ich habe das Recht, meine Fragen zu stellen. Wissen Sie, ich verstehe schon. Ich verstehe den Wunsch, auf die Karriereleiter aufzusteigen, die Verlockung einer sensationellen Nachricht. Sie können es auch sehen, oder? Nichts Gutes ist aus diesem Band entstanden. Aus diesen ganzen Sachen. So, wir können ja über das Gegenstand reden, den ich jetzt eingesteckt habe. Aber es ist vielleicht hier wegen böse Geister und hier wegen dem Band und den Mond und so ein Spaß. Darüber reden wir nicht. Ansonsten
rennt die wieder in die Bude rein und versucht die vielleicht auch irgendwie abzuhalten. Aber wer weiß. Ich rede da mal nicht drüber und dann sehen wir mal, ob die dann hier total hier am Rad dreht. Meine Kollegin. Hm. Genau das ist der Grund, warum wir noch forschen müssen. Wissen wir das wirklich? Ist es wirklich die Suche nach der Wahrheit, die sie zu dieser Geschichte treibt, die sie suchen? Oder ist es etwas anderes? Das ist es. Das ist der Grund. Es ist notwendig. Wenn sie das wirklich glauben, zu mir sagen, dass sie es glauben, da bin ich, sie aufzuhalten. Wissen Sie, ich habe rasende Kopfschmerzen. Sehen Sie nach, ob sie fertig ist. Dann gehen Sie bitte. Ich will mein Wohnzimmer zurück. Vielen Dank für das Interview, Frau Marsens. Na okay, schauen wir mal. Geh. Kollegin? Was nu? Hallo? Däh. Gehen hier ab. Ich muss die Wohnung erreichen. Die Wohnung. Welche Wohnung? 806. 608? 608. Ja, das war es. Geil. Es war auch noch jemand bei mir. Juliana, hier meine Kollegin. Juliana, wie könnte ich sie vergessen? Mit jedem Schritt wird es schwieriger, sie zu erreichen, sich zu erinnern. Dieses Band. Was ich darin gesehen habe. Was habe ich denn da gesehen in dem Scheißband? Nicht so viel. Ich habe alles vergessen. Viele Dinge habe ich schon vergessen. Und an wie viele falsche Erinnerungen habe ich mich erinnert. Die Foto, die ist dort geblieben. Besser, ich zeichne alles auf. Alles kann verwendet werden. Ich muss weitergehen. Ist das der richtige Weg? Ich muss aufpassen. Hier. Dieses Geräusch will ich wirklich folgen. Ich muss weitergehen, ja. Was ist das für eine Tür? Ist das der Ort, an dem sie war? Die Tür rührt sich nicht. Aber da ist ein Gitter. Ich will nicht sehen, was da drin ist. Es ist gruselig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Und ich hätte lieber, dass es so bleibt. Ich gehe zurück. Hier riecht es komisch. Habe ich das schon mal doch. Ich habe einen Müllbeutel rechts. Ah, ja, die Tür ist offen. Ja, gebucht. Hier ist es. Ist er stärker. Nein. Hinterher. Ist das die Wohnung? Ah, ich weiß nicht, was das ist, der Geruch. Es ist Ozone. Ozone? Oh, haben die Ozone in der Wohnung? Ja, ich gehe da hinterher.
Okay. Ja, hier. Undi. Gunpowder, was ist dir passiert? Irgendetwas stimmt nicht mit der Stadt da draußen. Als ob die Gebäude zu nah wären. Hä? Was ist hier so ein cooler Fleck hier? Ja, ja. Das ist mal jetzt ein bisschen komisch hier, das ganze Spiel. Es sieht aus wie... Na was? Nein, das kann nicht sein. Warum ist der Hund hier? Wo ist dein Frauchen, hm? Hey, Gunpowder, wo ist dein Frauchen? Ja, wo ist denn dein Frauchen, Gunpowder? Will ich mir das nur ein, oder meidet der Hund die Wohnung? Oh nein, nicht jetzt, komm schon. Komm wieder her! Was ist denn... Was ist in ihm gefahren? Er ist einfach nur auf den Flur hinuntergerannt. Sieht aus, als hätte er auf einen Zettel gelegen. Es ist eine Notiz. Ich hätte es satt und habe getan, was ich nicht tun sollte. Es ist alles, was ich sehe, in meiner Erinnerung verarbeitet. Ich bin umgeben von Formen, Figuren, die mir nichts bedeuten. Alles, was darüber hinausgeht, macht mir Angst. Wie das Gesicht in meinen Erinnerungen, wenn das jemand sie liest. Lasst Gunpowder nicht alleine. Sie ist auch. Von diesen Buchstaben. Das ist mir schwindelig. Moment, der Hund. Wo ist er hingegangen? Was ist mit dem Hund? Gunpowder. Ich gehe rein. Will hier weg. Was ist mit dem Hund? Auch hinter jetzt. Folge ich den Viech? Oder nee? Ah. Na, jetzt versuche ich meinen Rat zu laufen. Letztes Mal wurde ich ja zurückgespült. Tue ich es reingehen? Wirklich? Wirklich? Ich werde. Nu? Ah. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Und es ist furchtbar. Die Kamera trägt mich. Um Gottes Willen. Nicht andersherum. Ich weiß nicht einmal, wann das angefangen hat. Vielleicht ist das schon lange so. Vielleicht, als ich meine Bewerbung eingereicht habe. Was labert der von Müll? Gunpowder, ich gehe rein. Ja, das ist hier ein bisschen weird, du. Der Fernseher ist kaputt, scheiße. Der Stuhl ist weg. Wo ist der Stuhl hin? Kann ich ja nicht anklicken. Hier ist der schöne Regenmantel. Hier ist so nichts. Ah, hier. Ist denn da hinten? Jumpscare oder so. Oh nee. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente a minha última.
möglicherweise mein letzter. Ich habe eine Ankündigung für Sie bekommen. In den letzten Wochen habe ich eine Entdeckung gemacht, die mich verfolgt hat. Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was ich gesehen habe. Also muss ich das Ihnen zeigen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie verfolgt werden. Auch mein Beruf, meine Arbeit war es all in diesen Jahren, die Wahrheit zu enthüllen. Wenn wir frei sein wollen, müssen Sie alles wissen, was ich Ihnen jetzt zeigen werde. Das tun, bitte ich euch alle, euer Fernsehen, schlagen Sie die Beine nicht übereinander, das ist wichtig, sondern bleiben Sie entspannt und passen Sie gut auf. Ja, was denn du? Fängt es jetzt wieder von vorne an? War es das schon? Sorry, Leute. Ich bin ein Schwein. Keine Ahnung. Zurückspulen. Wir versuchen da mal irgendwie ein anderes Ende rauszukriegen. Ah, sorry. Okay, das ist richtig Gebäude. Hey, hast du die Kamera an? Ja, jetzt haben wir was Neues. Es ist, als würde man die Augen öffnen. Die Kamera, das Mikrofon, sie werden ein Teil von uns. Was? Hä? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich brauche echt etwas Schlaf. Ich habe die Zigaretten weggelassen. Bin aber zum Kaffee übergegangen. Konzentrieren wir uns darauf, es gut und schnell zu machen, okay? Wir wollen in den 6. Stock. Kannst du den Knopf drücken? Na okay, gehen wir hoch. So, Dame. Na okay, ich probiere jetzt mal. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen assi zu sein, aber nicht in das Video zu gucken. Hier. Genehmigung, wovon sprichst du? Solche Sanktionsgeschichten werden von Ihnen nie genehmigt. Du musst Ihnen das Glanville-Material geben. Verstehst du, wenn es bereits fertig ist, ist es für Sie schwieriger, es abzulehnen. Es war bizarr. Du hast es nicht gesehen, oder? Sie haben mir nur erzählt, was passiert ist. Blablabla. Na okay, nochmal die gleiche Geschichte. Videotechnik hier, der Alter da ist hier durchgedreht und dann... Und so weiter und so fort, ne? Wohnung 608. Jetzt sollte die Müllsäcken gehen. Okay. Okay, machen wir. Hey, du kannst filmen. Ist die Tür aufmacht und so weiter. Soll ich anklopfen oder klingeln? Was wird die Tür besser aussehen? Ja, klopfen. Open up, Police! Ja, ich glaube hier. Ich hoffe mal, die Kamera spielt nichts verrückt. Manchmal schaltet es sich ungut aus. Ich glaube, sie haben mir das Ding gegeben, weil ich neu bin. Ziehen wir die Geschichte durch, dann kann Ferrari dir eine neue Ausrüstung nicht verweigern. Ja, genau. Bam, bam, bam. Open up! So, was ist denn du? Bist du überhaupt zu Hause? Hallo, Frau Martens. Bist du für Kanal 8? Highlight und so. Klicken wir uns jetzt mal durch. Schnelldenker, was? Komm schon, bevor sie ihre Meinung ändert. Ja, okay. Mal sehen, ob das was ausmacht.
Okay. Das Übliche, ja, Beileid, Kaffee, Tee. Zertifikate. Okay, und erzählt aber was mit Blitzeinschlag. Gerade hat einen Kredit aufgenommen, um den zu bezahlen. Hier, okay, schön neue. Hey, was ist denn hier? Auf was geht denn hier los? Okay. Eine Landschaft, keine sehr ansprechende Landschaft. Außerdem ist es unscharf. Die Füße bringen eine Geschichte, das kann ich spüren. Vielleicht spreche ich sie während des Interviews drauf an. Versuch mal jetzt hier das komische Ding, hier den Glücksbringer da über die Tür mal zu ignorieren. Vielleicht ändert das ja die Geschichte. Zurück sein, seht ihr nochmal etwas um. Trophäe, ja, gut. Seht ihr diese Schlagzeile an, der tragische Tod von Walter Martins ist jetzt schon in den Nachrichten. Sie waren aber schnell. Nein, nein, wir sind. Wird sie nicht. Okay. Wie es Regen mal gekauft hat, um die Geschichte zu berichten. Okay. Blumenvase. Okay, mal sehen. Nehmen Sie ein. Nein, danke. Okay, also, haben Sie darüber nachgedacht? Das habe ich. Bringen wir es hinter uns, okay. Gut. An. Nein, aber spielt keine Rolle. Okay, dann los. 3, 2, 1. Wie waren die letzten 24 Stunden? Sehen Sie sich doch um, wenn es ich. Ich habe Dinge vergessen. Ich habe vergessen, Gunpowder zu füttern, wenn er mich nicht zu oft daran erinnern würde. Und, ja, was für eine große Frage, Männchen. Wenn Sie uns weitermachen, ja? Zeitung. Hat den Medien einen Aufmerksamkeit erregt? Haben Sie das Ausblick auf Sie gehabt? Ich habe schon lange nicht mehr geschlafen. Morgen, als ich die Zeitung bekam, war es da in der Schlagzeile. Er starrte mich an, es verfolgt mich. Und als ich mich hier eingeschlossen habe, sind sie Zweifel gekommen. Also ja, ich würde sagen, er hat große Auswirkungen auf mich. Teurer Videorekorder, erzähl dir mal, was ist denn damit? Mir ist aufgefallen, dass sie einen brandneuen Videorekorder besitzen. Ich bin nur neugierig, weil ich weiß, dass Walter ein ziemlich schöner Filmliebhaber war. Was mochte er am liebsten? Punkt. Können Sie noch etwas anderen fragen? Walter hat einen Großteil seines Berufslebens dem Fernsehen gewidmet. Ich konnte nicht hin, ihren Fernsehen hier zu sehen. Wir hatten an diesem Tag einen Stromausfall. In der Nähe gab es einen schrecklichen Blitzeinschlag direkt nach der Sendung. Ich hatte fast einen Herzinfarkt. Seitdem funktioniert der Fernsehen nicht mehr richtig. Ich lasse ihn an, damit sich das Haus wenigstens leer anfühlt. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich weitermachen kann. Natürlich. Okay. Natürlich, Frau Martins, wir haben schon genug Material. Es war so anders, so nervös. Ich hätte nie erwartet, dass er... Das hat niemand erwartet, Frau Martins. Ich kann mit Walter immer noch nicht mit einer Waffe vorstellen. Waffe? Welche Waffe? Hatte nie einmal für die Waffe, die er während der Sendung benutzt hatte. Er hat keine Waffe benutzt. Ich weiß,
Es war schrecklich, aber ich habe es gesehen, als er den Abzug betätigt hat. Das hat Ferraro ihnen doch beim Sender erzählt, oder? Also sagen wir jetzt mal, dass er sie erhängt hat. Was, wie kann das sein? Mein Gott. Ich wusste es, dass er dieses verdammte Band bekommen hat. Das Band, das er ausstrahlen wollte. Er hat das Band im Studio untersucht. Ich glaube, der Film war durchgebrannt oder so etwas. Das war nicht das Band. Nicht das Original. Das war eine Kopie. Okay. Jetzt wieder das Gleiche. Ja, hier. Ich weiß nicht, was er dies gesehen hat. Und ich weiß nicht, woher er es hat. Weil er hat mich verschwunden. Ich glaube nicht, was die Idee ist. Aber ich bin wieder am Steigen. Ich gehe raus. Okay. Sehen wir mal nach. Versuch jetzt mal wegzugehen, das Band nicht zu sehen. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen wild geworden im ersten Run im Spiel. Und das war's, wir haben hier eine ganz schöne Geschichte. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, du bleibst doch, oder? Ich bin raus! Oh, 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 Moment mal, ich lasse es nicht zu, dass du diese Gelegenheit wegwirfst. Du musstest dir ja nicht ansehen, film mich einfach, während ich es mir ansehe. Beziehungsweise habe ich mehr Takes. Wir können den Inhalt des Bandes während des Schnitts in diesem Video einfügen. Ich will nie. Hey, stopp! Nie! Dann verschaffen wir uns hier Platz. Okay. Naja. Und. Was habe ich denn jetzt geklickt? Scheiße. Ich will doch jetzt nur eigentlich nur durchklicken, um es schnell wirklich hinter mir zu bringen. Sieht aus wie ein Gefängnis. Gefängnis? In einer Zelle. Sind das Menschen? Läuft einfach an einem vorbei. Was ist das für ein Gebäude? Es ist viel zu lang. Da steht jemand. Hier. Sieht aus wie. Warte nur. Chat, was hört ihr? Hast du das drauf? Ich drehe die Lautstärke drauf. Zack, die Stimme. Ich verstehe überhaupt nichts. Lass mich die schon mal aufdrehen. Und weg ist es. Das war's. Ich schalte das Ding aus. Noch unsere Kollegin, die ist hier wieder Gehirn gegrillt. So, und jetzt wieder vorne. Was ist nun? Jetzt wieder vorne los. Heldig. Déjà-vu, richtig. Irgendwas klicken oder so. Naja, du. Bin nur. Lass uns zu 608 gehen. Direkt zu 608 gehen.
Ding dong. Be back. Ich übernehme das Reden. Guten Abend. Bist du vom Kanal 8 und wollen Ihnen über den Vorfall sprechen? Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir das aufzeichnen, oder? Ja. Das hatten wir doch schon alles. Brauchst du noch die Band? Ja, komm schon, geh rein. Na, mal sehen, was jetzt rauskommt. Nein, danke. Nun, ich muss jetzt wieder was machen. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, wie auch immer. Grüße dich, Brickery. Lange nicht gesehen. Hey, Gunpowder. Ja, grüße dich, Brickery. Oder hat er Angst? Okay. Bücher hat Gott viel gelesen. Seltsam, diese Bücher. An deinen 10 Noten des Landes abgeschlossen. Da wurde nicht bis auf ein Videoband gefunden. Die Familie protestiert gegen die Öffentlichkeit der Polizei. Das ist deine Kamel, vergiss das. Okay. Hier ist ein Band im Videorekorder. Es steht etwas auf dem Etikett. Es ist ziemlich verblasst. Ich kann nur T lesen. Das ist von die Zeugen. Spielen muss, dann lass uns das mal abspielen. Dann mal sehen, was jetzt passiert. Okay. Hey. Wer lässt das? Die Aufmerksamkeit der Frau Martens. Ah, richtig, mein Fehler. Ey, was hängt jetzt seltsames Ding? Schau mal, hol es mal runter. Nee. Hier ist eine VHS-Sammlung. Sind alle beschriftet und organisiert. Aha, Nummer 5 fehlt. Ist der Regenmantel nass? Ist hier der Regenmantel nass? Muss ich ihn gestern getragen haben? Es gab einen Sturm, richtig? Sieh mal, in der Tasche ist eine rausgerissene Notizbuchseite mit ein paar Notizen. Ja, das ist doch jetzt eine neue. Das hat man doch im ersten Durchgang nicht gehabt. Ich sehe immer wieder die gleichen Zahlen. Also bin ich hier ja, zurückgekehrt. Ein Teilbox erschienen. Sie hat ein Zahlenfeld. Ich kann sie nicht öffnen. Wie? Metall. Bäume. Ich sah zwei Punkttüren, diese Zahl. Türme, diese Zahl. Sagen wir mal wieder. Mehrwürdige Notizen. Muss in diesen letzten Tagen viel durchgemacht zu haben. Kommen wir zur Sache. Heute nahm das Band mit ins Studio, aber es war nicht das Original, oder? Okay, klicken wir uns mal durch hier. Hier ist das Band. Okay, fängt die wieder mit dem Band an.
bleiben mal mit uns blickend mal hier drinnen. Mal sehen, was passiert. Nein, wir drehen nichts. Wir haben nicht viel Zeit und ich habe in Unbehagen bereitet. Lasst mich das Band überprüfen. Vielleicht gibt es etwas, was wir in Bearbeitung des Videos hinzufügen können. Den Twist vielleicht zu ihr und reden mit ihr. Frage ist die Witwe. Vielleicht können wir etwas Zeit gewinnen. Mal sehen, ob sie bereits ein paar Fragen über die Herkunft des Bandes beantworten. Ich will ja nie. Ich will wieder zurück. Nicht die nein, konzentriert euch, wenn ich einen guten Job mache. Okay, ich versuche da mal so irgendwie zu helfen, Frau Martens. Ein bisschen nett sein. Mein Kollege hat mich herausgehauen. Ich warte mal sehen, was das so bedeutet. Wo ich da irgendwas ändern kann. Frau Martens, hallo. Kann ich jetzt irgendwo sehen oder so? Nee. Fenster. Sind Sie fertig? Noch nicht. Sie ist mit dem Band beschäftigt. Natürlich, immer das Band. Schön machen wir ein Interview. Ja, gut überlegen, mein Kopf ist gleich. Entschuldigung. Wie geht es Ihnen? Furchtbar. Ich habe nicht mehr geschlafen seit, Sie wissen schon, die es kommen sehen können, wissen, dass dem dieses Band aufgelaufen ist, hat sich die Atmosphäre zu Hause verändert. Er sah es sich mehrmals am Tag angeschlossen im Zimmer. Er sagte immer, er hätte es fast verstanden, aber er hat mir nie etwas gezeigt. Er hat es mir nie gezeigt. Nein, das müssen wir untersuchen. Ich glaube, er hat es zu Hause bekommen, aber ich habe nicht gesehen, wie er es geliefert hat. Entschuldigung, Chat, dass ich hier rumrübse und rumfurze. Walter, seltsamer Filme, schwer zu findende Filme, Aufnahmen. Ich dachte, es wäre nur eine weitere. Wenn ich nur an das Mädchen denke, das allein in meinem Wohnzimmer sitzt und sich das Ding anzieht. Gänsehaut, sagen Sie, warum interessiert sie sich so für das Band? Natürlich, die Kopie war letztendlich leer, oder? Nur sie wurden verbrannt, ich bin mir nicht sicher. Ich kann verstehen, dass sie das verlockte, es ist ja schließlich ein Rätsel. Aber finden Sie nicht, dass sich Ihre Kollegin ein bisschen seltsam verhält? Ich würde schwören, dass sie sich schon mal gesehen habe. Sagt ihr halt wieder, dass ihr uns kennt irgendwoher. Und jeder hat hier irgendwie sein Gedächtnis verloren. Also schließen Sie sich selbst auszulassen, richtig? Nein, ich sollte Ihnen nicht die Schuld geben. Sie sind nicht schuld, nicht wirklich. Wissen Sie? Ich verstehe den Wunsch, auf die Karriereleiter aufzusteigen. Die Verlockung einer sensationellen Nachricht. Sie können es auch sehen, oder? Nichts Gutes ist auf diesem Band entstanden, aus diesen ganzen Sachen. Ich weiß das besser als jeder andere. Und wenn das der Fall ist, wäre es das nicht besser aufzuhören. Unsere Aufgabe. Vielleicht ist es besser aufzuhören. Ach ja,
Aber sie haben gesagt, dass sie an diesem Band interessiert sind. Ich leugne es nicht, aber wir alle wissen, was die Neugier mit der Katze gemacht hat. Das tun wir. Ich will nicht, dass diese Geschichte gesendet wird. Ich sage es Ihnen ganz deutlich. Lassen Sie die Kamera fallen. Ist das Ihr Ernst? Sie können Ihnen sagen, dass die verrückte alte Dame sie gekratzt hat. Das ist mir egal. Hier, ein kleiner Schubs aus dem Fenster. Ich schubs dich gleich hier raus. Hui! Was passiert denn jetzt? Kommen wir jetzt wieder zurück oder sind wir jetzt arbeitslos oder keine Ahnung? Okay. Nee, jetzt geht's wieder die Treppe hoch. Ich kotze im Strahl. Die Wohnung. In welcher Wohnung? 816. Diese Treppe. Sie endet nie. Es war noch jemand bei mir. Julia? Ja. Julia. Ja, ist Julia. Jetzt machen wir alles falsch. Dieses Band, das ich daran gesehen habe. Eine Zukunft, die es gab. Ich sah die Vergangenheit einer Zukunft, die es nie gab. Das hört sich total crank an. Okay. In welcher Zukunft existiere ich jetzt? Aus welcher Vergangenheit komme ich? Die Wohnung. Sie ist dort geblieben. Ja, mal sehen, was nun passiert. Ich zeichne alles auf. Alles kann verwendet werden. Ich dachte, ich habe meine Kamera weggehauen. Okay, Wo ist jetzt denn? Das Geräusch. Will ich wirklich folgen? Nein, ich muss nachdenken. Weitergehen. Die Tür rührt sich nicht, aber es ist ein Gitter. Muss sehen, was da drin ist. Ah, hier, Kollegin. Hallo. Kollegin? Diese Frau, sie anzuschauen war, als ob man in ein Loch in die Welt starrt. Mein Kopf gut will, ich will weg. Hier riecht es komisch. Habe ich das schon mal gebrochen? Hundi, hallo. Powder, okay. Golden Fleck, das sieht aus wie. Na was? Nein, das kann nicht sein. Ich sehe da gar nichts. Will ich mir das nur ein oder mal öfter in die Wohnung? Wieder her. Kann Porto folgen. Ich ignoriere jetzt den Zettel. Rein. Jetzt, ich muss jetzt tun. Nein, ich will diesen Ort verlassen. Ich gehe jetzt weg. Genug. Diese Geschichte, sie war völlig falsch von Anfang an. Ich geh mal die Treppe runter. Treppe, ich habe die Treppe gefunden.
Keine Pause. Ich gehe rein. Ich will diesen Ort verlassen. Genug. Okay. Okay, nehme ich einen Aufzug, wenn es nicht anders geht. Geh einfach. So, komme ich da jetzt in den Aufzug runter? Geh. Jetzt bin ich im Wald oder was? Ach nee. Gunpowder. Ich will da nicht rein. Nee, zurück. Würde ich das reingehen? Wirklich? Wirklich? Ich werde. Ah, das ist erst jetzt aufgefallen. Das ist furchtbar. Ich weiß für mich, nein. Vergiss es. Ich mache das nur, um so viele Filme wie möglich zu sammeln. Mir wurde einmal gesagt, dass das wichtig sei. Ja, okay. Ich gehe rein. Ich will da nicht rein. Was passiert denn jetzt? Ich gehe jetzt wieder raus. Ich habe da keine Lust. Echos einer Videokassette. Ich kann nur T vor dem Zahlen lesen. T1. Das 1 Videoband gefunden. ET1. T12. Zwei Funktüren. Na, hier der Talisman ist jetzt weg. Hat unsere Kollegin das Ding abgenommen oder was? T12. Und mit der Nummer 5. Okay. T125. 521T. Okay. Bin ich jetzt wieder raus? Hier raus, Tür. Komm schon. Ich weiß ja nicht. Komm, let's go. Vielleicht ist jetzt Ende anders. Okay. Sehen wir mal. Yeah. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Pois, se está vendo isso, acredito que já seja tarde demais. Amantes deles já se tornaram nossos olhos. Tudo que vemos. Eu entendo o afã em buscar mais, entender mais. Mas já sabe o que aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por que sentiu esse mesmo caminho? Und das ist nicht wichtig, du hast ja einen Preis zu schauen und das hat einen Preis. Wir müssen nicht verstecken zeigen, wir müssen es nicht dann tun. Hör zu, sie haben keine Kontrolle, noch nicht. Schalt das Video aus. Geh und ich bin nicht wieder. Bis aber, Rebellion. Geh. Komm nicht zurück. Boah. So, wir haben jetzt die Nummer bekommen. Ich glaube, die können wir dann im Fahrstuhl eingeben. Ich probiere jetzt die Nummer aus und wenn da nichts passiert, nehmen wir mal auf.
2 1 4. T 1, 2, 5. Die 6 Mann. T 5. Okay. T 5, 1, 2. Jetzt ist was anderes. Mal sehen, was wir was für Special Ending wir jetzt haben. Wie bin ich hierher gekommen? Ich spüre hier eine Präsenz. Ich bleib besser in Bewegung. Meine Gedanken begleiten mir. Vor allem dem wollen wir in die Wohnung gehen. Wie oft waren wir schon in der Wohnung? Ich muss mich auf etwas konzentrieren. Diese Dinge, die vorher nicht da waren. Die Notiz. Welche Notiz? Das war in der Manteltasche. Manteltasche. Eine Notiz von Walter. Sagt etwas über Bäume. Wieder dieses interessante Blick. Also, okay. Ich weiß nicht, was das für Bäume sind. Habe ich solche Bäume schon einmal gesehen? Okay, was geht denn hier ab, Leute? Konzentration, was gab es sonst noch? Die Zeitung. Stand ein bestimmter Artikel, die Zeitung berichtet über Walters Tod. Hat auch eine Zeitung, die über den Tod berichtet hat. Ja, dass er sich umgebracht hat. Mit was? Dann kann ich mich nicht erinnern. Sie ist jetzt näher. Ich bin müde. Ich will schlafen. Nein, ich kann nicht. Geht noch was anderes durch den Kopf. Ja, ein Band, ein Videoband. Eine alte Folge von Telefon haben wir ja gesehen. Also der Videorekorder. Es hat eine verpasste Etikett. Halt eine wichtige Erinnerung zu sein. Präsenz. Guten Abend, Walter. Du kennst mich? Ich glaube, ich war hier schon eine Weile. Andere hier schon eine Weile herum. Offenbar war es bestehende Entscheidung anzuhalten und zu warten. Moment. Meine Hände kribbeln. Überleg dir gut, was du sagen willst. Okay. Jetzt reden wir noch mit Boden. Wo sind wir? Ich war bei dir zu Hause. Da haben wir uns das Band angesehen. Wir haben das Band angesehen. Deine Kamera. Was ist mit meiner Kamera? Okay. So, Special End war es jetzt gewesen. Im Teleforum. So, meine lieben Freunde, das war jetzt Teleforum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Bitte vergesst nicht zu liken und subscriben, abonnieren und Daumen nach oben drücken. Schreibt bitte einen Kommentar unten drunter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und goodbye.